Hey ho und willkommen zurück zu YouTubers Live. Wir sind wieder wie immer noch John D. mit JD Games und haben unsere Beziehung zu der guten Alexis hier richtig gut aufgebaut. Wir sind schon besser mit der als mit Shania. Und das ist schon mal ganz geil, weil die hat echt Skills hier. Die ist ein guter Rang. Könnten wir irgendwann mal als, macht ja anscheinend Kochen als Gaming, als Channel. Mit der kann man schon mal ein paar Games oder so bestimmt aufnehmen. Wir reparieren erstmal unseren PC und ich würde sagen, wir sparen in dieser Folge mal auf, hey, ich fühle mich nicht gut, weil ich mich mit meiner Freundin schon hatte. Ich werde ein bisschen spielen, mich abzulenken. Ja, mach mal, wir nehmen nämlich jetzt ein Video auf. Und zwar machen wir, glaube ich, die letzten Teil von Incomprehensible Fashion Girl, weil das letztes Mal nicht so mega gut ankam. Deswegen, oh, wir haben auch, ich hätte mal auf die Glühbirnen achten sollen. Shitty shit. Wir müssen uns aber bald ein neues Spiel mal kaufen. Wir starten die Aufnahme mit fröhlich darf man auch nicht sein beim Zocken. Aber einen sinnlosen Kommentar zur Zusammenfassung zu machen, das darf man. Unlustigen Kommentar beim Aufhängen. Ich verliere Abonnenten, ja. Ja, wir haben jetzt keine Glühbirnen mehr. Und es passt einfach nichts. Wir müssen das ja nehmen, weil es passt ja nichts hier. Das ist das Problem. Das wird ein scheiß Abschluss für die Serie. Ich habe gehört, könntest du mich holen. Ja. Hi, John D. Ich habe gehört, dass du gute Videos aufnehmen kannst. Würdest du ein Dual-Video von für... Ah, nee, da müssen wir uns so ein Ding kaufen. Nee, leider nicht. Ich meine, da gibt es viel Kohle für, aber nee. Oh, wir haben auch keinen richtigen Anfang hier. Das ist schon scheiße, Leute. Das ist schon kacke. Wir packen die jetzt einfach irgendwie einander, damit dieses Gameplay auch irgendwann beendet ist. So, dann haben wir hier... Was haben wir denn viel? Wir haben viel Musik. Wir haben ein bisschen hiervon. Und dann haben wir noch ein bisschen Grün rein. Schön. Straßenverkäufer. Nee. Von Straßenverkäufern wollen wir nichts. Ja, seht ihr das Interesse? Das Interesse, Leute. Das Interesse ist... Ah, grausam. Nee, so ist es nicht schön. Willst du dich unterhalten? Kali, ja klar, okay. Ja, können wir nicht. Tut mir leid, Kali, wir müssen ein Video hochladen. Kurs fortsetzen. Wollen wir einen Kurs machen? Nee, wollen wir nicht. Wir gehen arbeiten. Können wir nicht. Wir gehen schlafen. Wir müssen uns Essen kaufen. Wir müssen uns erstmal tonnenweise Essen kaufen. Uns ist gleich. Wenn das Video hochgeladen hat. So, Kaffee. Nochmal einen Kaffee rein. Wir haben inzwischen ganz gut Kohle. Also wir nagen jetzt nicht am Hungertod. Unser Kanal... Oh, 600.000 Aufrufe inzwischen. Also wir sind... Unser Rang, ja gut, wir haben gar keinen Rang. wir könnten theoretisch an die Bronn Luxuswohnung für ein Netzwerk. Gut. Die geht auch immer an unserem PC. Immer. Unnormal, wie oft die an unserem PC sitzt. Krass. Oh, da kriegen wir echt nicht mehr viel durch. Wiley, ja, komm Wiley, weg mit dir, ist mir egal. Wir kaufen ein. Wir kaufen jetzt zuerst mal Essen. Nahrung. Von Superfood. Was denn hier wird? Kaufen wir ein bisschen die Pizza. Pizza ist immer geil. Kaufen wir mal für 60 Euro Pizza. Dann haben wir uns nochmal Millionen Sandwiches rein. Energy Drink ist auch immer gut. Und zur Not noch ein bisschen Limonade. 120 Euro. Kaufen wir alles. So. Sollte unser Kühlschrank erstmal voll sein. Und dann bekommen wir nochmal... Wir bekommen echt keine... Das bringt nichts mehr ins Spiel. Wir brauchen... Ah, einen Play Studio 2 wäre natürlich geil. Ah, wir hätten uns die Z-Box kaufen sollen, als die uns gefragt hat. Shit. Naja, egal. Wir müssen mal... Wir kaufen mal ein neues Spiel, würde ich sagen. Wobei, Amazing On, was gibt's denn da noch so? Da sind die Spiele. Was ist denn Idea?
können uns eigentlich mal coole Sachen noch kaufen. Unser Zimmer, das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge richten wir unser Zimmer ein. Da waren wir schon. Klamotten. Ich würde echt gerne Klamotten kaufen, aber dafür brauchen wir erst mehr Kohle. Mehr Kohle, da bräuchten wir mal einen neuen PC für eigentlich. Das ist ein Mikrofon, ein gutes Mikrofon haben wir ja schon. Wir könnten uns mal so nice Kopfhörer holen. Das machen wir auch mal. Dann holen wir uns noch. So eine gute Maus haben wir ja schon. Haben wir eine gute Cam? Ne, wir haben keine gute Cam. Dann holen wir uns noch eine gute Cam. Dann haben wir doch schon von allem das Beste hier. Außer das. Ja, gut, den Monitor halt noch nicht, ne? Aber. Haben wir eine Gamer-Tastatur haben wir auch noch nicht. Ne, wir eine bessere, ja, genau. Kaufen wir die Sachen mal. Und dann suche ich mal ein neues Spiel raus, was wir hier kaufen können. Call of Fury. Call of Fury. Call of Fury wäre geil. Call of Fury. Was natürlich günstig und haut gut rein. Call of Fury ist günstig und haut gut rein. Holen wir uns das auch noch. So. Hier sind die Klamotten. Nice one. Wir pennen eine Runde. So, da die kleine Kamera. Schön. Dann essen wir eine Runde. Hoppala, öffnen wir das. Essen hier mal. Ach, hier unten geht's weiter. Pizza, nice. Wir essen mal. Essen mal ein Stück Brot, weil wir haben ja nicht so viel Hunger gerade. Essen wir nochmal ein Stück Brot. Jetzt gleich müsste unser Spiel auch ankommen. Ich hoffe es. Sonst gehen wir nochmal arbeiten, aber ich würde. Gehen wir zwei Stunden nochmal gärtnern. Dann müsste das Spiel auf jeden Fall da sein. So, kommen zwei Stunden vorbei. Das sind nicht zwei Stunden gewesen, aber gut. Beiläufige Kritik. Wir kriegen mal mehr Karten, das ist geil. Wir brauchen aber ganz schön viele Dings dafür auch inzwischen. Ist unser Spiel jetzt schon gekommen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Aber nochmal ein Brot und dann gucken wir einfach mal. Was denn hier? Info. Ah. Was denn ein... Ach nee, aufrüsten. Nee. So ein hässliches weißes Gemäuer. Die Geschwindigkeit. Ja gut, es geht. Wir haben... Also, bis auf unser eigentlicher PC ist es gar nicht mal so scheiße. Call of Fury, das ist doch geil. Dann machen wir, können wir Dual 1 machen. Ich habe doch, als ob ich keinen Freund habe. Wie kriege ich denn hier einen Freund? Ich muss mal wieder auf Partys gehen, glaube ich. Full HD Auflösung. So, machen wir eine Full HD Auflösung. Sehr schön. Da haben wir nichts Neues, aber eine Full HD Auflösung ist gut. Dadurch sollten wir schon mal mehr Klicks bekommen. Und wenn wir noch ein Call of Fury spielen, dann hat natürlich auch gute... Gute Sachen natürlich. Gute Sachen. Guten Hype und alles. Ladebildschirm mit Hinweis. Mal einen ernsten Kommentar. Der passt ja immer zu den guten Hinweisen. Hauptmenü. Da machen wir mal einen kurzen Kommentar zu. Sehr schön. 20 Kills gemacht. Singenden Kommentar. Geil. Spielintro. Da machen wir wieder einen ernsten Kommentar. Boah, ey, das wird ein gutes Let's Play. Ich sag's euch, Leute, das wird Hammer. Und da machen wir einen Übergang schwarz am Ende. Wir haben alles gut, wir haben alles reingehauen. Das muss gut werden. Ja, das wird auch, Leute. Das wird auch richtig nice. Ich sag's euch. Na, das ist natürlich doof. Das ist, aber das ist, läuft. So, den Kontrast würde ich gerne einstellen. Dann haben wir keine Punkte mehr. Nehmen wir den weichen Fokus, nehmen wir die Farbe. Das muss dann auch reichen, ne? Ja. Wobei, der weiche Fokus ist nicht so gut eigentlich. Ja doch, komm, nehmen wir den weichen Fokus mal. Das Interesse ist gut, der Inhalt ist ganz ordentlich, die Videoqualität ist natürlich genial. Und die Nachbearbeitung haben fast die 1000er-Marke haben wir gekratzt. Eine 1000er-Marke, da kratzen wir im Moment lang. Wir schaffen das noch. Aber wir sind jetzt in der Nachbearbeitung 2 Level hoch. Wenn das kein gutes Video wird, Leute, das wird ein exzellentes Video, ich sage es euch. Wir gehen mal 10 Stunden programmieren. In der Zeit lädt unser Video hoch. So, seht ihr,
Jetzt. Zup. Sehr schön. Upload, 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 upload. So, wir haben Kohle verdient. Musikintro, haben wir eine neue Karte bekommen. Sehr schön. Dann wieder einen Kommentar runter. Wahrscheinlich wieder, dass das die Nachbearbeitung scheiße war. Aber sonst sehr gutes Interesse bei unserem Video. Und Leute, zieht euch das rein. Die Klicks, zieht euch die Klicks rein. Sehr schön. Da können wir direkt einen zweiten Teil von machen, würde ich sagen. Wir hauen uns mal ein Sandwich in den Kopf. Und machen direkt noch einen zweiten Teil davon. Das ist nämlich so gehypt im Moment. Da machen wir lieber noch einen zweiten Teil. So, Teil 2. Ah, wir kriegen heute noch die 57.000er Marke. Knacken wir bestimmt noch. Musikintro. Sehr schön. Ausschnitt. Da machen wir mal einen... Ja, unlustiger Kommentar. Oh, da kam sogar an. Unlustiger Kommentar. Nice. Verstecktes Item. Sehr schön. Es läuft bei uns bei dem Spiel. Da läuft es, muss ich schon mal sagen. Mörderischer Blick. Mit der Full-HD-Cam läuft das ja natürlich jetzt auch. Den letzten Kill. Machen wir noch einen Sing-Kommentar. Da kriegen wir doppelt nochmal. Zack. Boah, es läuft bei uns. Nee, nee, nee. Wir machen... Da machen wir einen Sing- und einen Kommentar, auch wenn der scheiße war am Ende. Aber bevor wir die urübergeschützte Musik machen, lieber einen sinnlosen Kommentar reinballern. Das ist besser, als wenn wir da auf einen Sack bekommen. So, das rendern wir. Das Interesse ist immer noch gut. Die Qualität ist gut. Und jetzt die Nachbearbeitung. Diesmal ein bisschen gelitten, aber gut. Sonst kann ich mit leben. Wir sind Level Up wieder bei beiden. Honey, einer und zu einer. Lieber John D., wir freuen uns, dich zu der Präsentation unseres Videospiels Save Yourself from the Pony einzuladen, welches bald für Honey PSP erscheint. Wir zählen auf deine Mithilfe. Okay. Wir müssen unseren PC reparieren. Mein Gott, ey. Wütender Kommentar haben wir bekommen. So, unsere Aufgaben. Wir gucken mal. Ich will mal gucken, dass wir irgendwie hier mit Alexis so ein bisschen mehr in Kontakt kommen. So, zack. Einladen. Wir laden die mal ein. So, Alexis haben wir eingeladen. Wie geht's dir? Ja, nice. Wie geht's? Wir reden mal ein bisschen, oder? Lass uns mal labern. So, umarmen wir die mal. Oh, ist das schön. Oh, wir müssen mal kurz unseren... Ja, die Nachbearbeitung war wieder kacke, aber sonst war das nice. Was ist denn, wenn wir sagen, wir geben dir mal ein Geschenk. Das kostet uns ein bisschen. Aber... Hier. Tada! Und die freut sich wie Gülle, wisst ihr das? Ey. Auf Wiedersehen. Komm. Ciao. Ciao. Okay, dann nicht. So, unser Call of Fury Gameplay, nice. Machen wir direkt noch ein Video von. Nee, machen wir noch nicht. Wir gehen erst pennen. Dann eaten wir mal eine Runde. So, und dann können wir noch eins machen. So, das ist immer noch im Hype, ey, das läuft. Hey, ich hab gehört, du hast ein paar gute Spiele. Ja, geht nicht. Ich muss jetzt arbeiten, Leute. Junge, wieso hat die normale, die Full-HD-Auflösung, wir haben nur noch 9 Leistungen. Krasser Shit. Egal. Wir müssen jetzt mal arbeiten. Sorry, Babe. Ich muss arbeiten. Hm.
fachlichen Kommentar zum letzten Kill. Nice. Ladebildschirm mit Hinweis. Da machen wir mal einen lustigen Kommentar zu. Wir verlieren Freunde hier, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Zeit bevor das Spiel gewinnt. Mörderischen Blick. Ah, Gott. Und dann mal eine einfache Verabschiedung noch. Zack. Weiter. Mein Computer. Ja, okay. Honey. Nee, wir noch nicht. Wir sind noch nicht bereit dafür, Leute. Wir sind noch nicht bereit. Ich will da erst noch, wir klatschen das irgendwie mal aneinander, aber dann passt das schon. Ja, das passt hinten und vorne nicht. Das ist das Problem. Egal, wir müssen es so hochladen. Farbe wählen wir und dann machen wir doch einen weichen Fokus und dann geht das schon. Ja, Inhalt, Interesse, Videoqualität. Es geht, es geht. Man kann damit leben. Muss man nicht, kann man aber. Wir laden das hoch. Nikosoft. Wir gehen einfach zu allen Veranstaltungen, das ist kein Problem. So, wir kommen jetzt zum Event, weil wir keine Klamotten haben, gehen wir wieder so zum Event. Ja, wir haben gut Kohle verdient damit. Ja, 8000 Abonnenten dazu gewonnen. Kann ich mit leben, wenn ich ehrlich bin. Schon mal Schlimmeres gesehen. Save yourself from the pony. Das hört sich einfach geil an als Titel. Save yourself from the pony. Willkommen auf der Präsentation von Save Yourself from the Pony. Das ist ein Grafik-Adventure-Spiel und wir werden es auf Honey PSP rausbringen. Die Presseversion des Spiels bekommt eine Wertung von gut. Ja, gut ist nicht sehr gut. Ich hätte lieber so ein fantastisch, unglaublich, hammermäßiges. Aber für 12,99 €, das ist natürlich geil. Da könnten wir uns überlegen, mal eine Honey PSP anzuschaffen. Weil für 12,99 € ist ja ein Schnapper. Verdiene pro Video ungefähr 30 bis 40 Dollar. Boah, kann man mit leben, ne? So, ist hier irgendjemand, den wir kennen? Hier, zack, reden wir mit Alexis. Umarmen wir sie. Ja, heute war so ein bisschen auch so, in der Folge haben wir so ein bisschen Alexis-Tag gemacht. Ein bisschen Lava, ein bisschen ins Näher kommen mal, ein bisschen flirten. Wir flirten jetzt mal mit ihr, weißt du? Mal gucken, ob die es will. Anscheinend. Anscheinend ist sie da ja nicht so abgeneigt, ne? Flirten wir noch ein bisschen mehr, ne? Läuft. Können Sie ja mal nach einem Date fragen. Oh, da sieht aber schon... Das sieht... Oh la la. Die Dinge zwischen uns sind interessant geworden. Mal sehen, wie es weitergeht. Oh. Wir haben da auf jeden Fall gut Fortschritte gemacht. Ich würde sagen... Nice. Wir hauen ab. Sehr schön. Das gefällt mir schon mal gut. Alexis und... Ist jetzt, da bahnt sich schon mal was an, würde ich sagen, bei Alexis und uns. Die Zukunft wird kommen. Wir werden so Panik-Style. Zwei Let's Player, die zusammen sind. Ja, der Türsteher schmeißt es wieder raus, aber wir nehmen die XP ein bisschen mit, damit wir auf Level 13 kommen bald. Sehr schön. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Da bin ich ja gespannt, wie es mit Alexis und uns weitergehen wird. Wir sind Level 13, haben wir neue Sachen freigeschaltet. Talentpunkte, die vergeben wir noch kurz. 6% mehr bei Gemeinschaftsprojekten. Ich denke mal, da kriegen wir ja bald, das vergebe ich jetzt mal, weil wenn wir jetzt mit Alexis ein bisschen näher uns kommen, dann werden wir bestimmt auch zusammen mal ein Video aufnehmen. Und da bietet es sich ja an, schon mal auf Gemeinschaftsprojekte zu gehen, würde ich sagen. Sehr schön. Dann kaufen wir nochmal schnell ein. Wir sollen 1 Million Abonnenten bekommen. Ja, okay. Wir schlafen eine Runde. Essen danach.
Call of Fury ist echt gut bewertet. Hammer. Das ist echt nicht schlecht, muss man so sagen. Wir kriegen da echt... Wir haben da mit unserem kleinen Durchbruch schon geschafft, ne? So. Dann nehmen wir noch eins auf. Oh. Alexis lädt uns ins Kino ein. Ja, klar. Und dann werden wir sehen, wie das... Wobei, weißt du, wisst ihr was, Leute? Wir gehen jetzt noch ins Kino. Oh, was war das denn? Ah, $80 müssen wir ja zahlen für unsere Miete. Ja, okay. Wir gehen mit Lexus ins Kino. Das ist doch schön. Wenn die uns schon ins Kino einlädt, das ist schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen. It's love in the air, like it's love in the air. Love in the air, oh yeah, it's love in the air. Wir labern mal so ein bisschen nochmal mit der. Ich hau das mal in die Warteliste rein. Dann können wir unsere Beziehung noch ein bisschen besser aufbauen. Und das ist auf jeden Fall nicht keine schlechte Idee. Da hinten ist hier so ein Typ mit der Kochmütze. Die gehen ja auch mit der Kochmütze feiern, aber letztens mal festgestellt. Das muss so sein. Wir geben auch mal ein Geschenk. Weil wir es können, wisst ihr. Einmal, weil wir es können. Kostet uns... Ach, was war das? $5 oder so. Na dann, komm Alexis, wir gehen. Wir wollen nicht mit Tweeten reden. Wir gehen in den Film, wir posen nochmal für die Presse. Gibt dir Erfahrung. Ich meine, dann... Die Presse will uns natürlich sehen hier. Alexis, du musst in die Kamera gucken. Komm, wir gehen in den Saal. Sal, was haben wir denn für einen Film? Wir müssen uns mal einen Platz aussuchen. Wo setzen wir uns denn? Wow, es ist voll. Lass uns Plätze suchen, bevor keine mehr frei sind. Ja, wir setzen uns mal. Das ist so ein verliebtes Pärchen. Setzen sich hier so in die Ecke. Wisst ihr das? So hinten, da. Müssen nicht hier vorne. So, da saß man letztes Mal. Das ist immer so zwischen so Leuten. Da sitzen wir uns lieber hinten in die Ecke mal. Wir labern ein bisschen im Film. Das freut die anderen natürlich auch. Was, wenn ich reden während des Films? Findest du den Film nicht auch lustig? Ja! Lol, XD, Roffel! Oh, guck mal da. Oh, gelb. Oh, lila. Oh, pink. Oha, ein Kopf. Oha, krasser Shit. Ich glaube, das eine können wir wegklicken, weil die labern während des Films die ganze Zeit. Da brauchen wir dann nicht nochmal draufdrücken. Es läuft. Es läuft. Aber wir kriegen die 1 Million Aufrufe bald. Bald haben wir 1 Million Aufrufe, Leute. Oh, der Film geht mittendrin aus. Okay. Dann hauen wir wohl ab. Tschüss, Alexis. Viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. So, und ob wir Alexis wiedersehen, was mit Alexis und uns passiert, ob wir die 1 Million in der nächsten Session knacken, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage ciao, ciao.